Hallöchen und herzlich willkommen zu dem neuen Part Undertale. Heute kämpfen wir gegen Undyne. Es ist also soweit. Es wird nicht mehr zurückgerannt. Los geht's, Alter. Die rusht ja richtig los. En garde! Undyne greift an. Wir flüchten. Nein, geht leider nicht. Scheiße. Undyne greift an. Wäre jetzt eine coole Aktion gewesen. Herausforder machen wir. Flehen! Du erzählst Undyne, dass du nicht kämpfen möchtest. Nichts passiert. Solange du grün bist, kannst du nicht fliehen. Außer du schaffst es, der Gefahr ins Gesicht zu sehen. Du wirst keine Sekunde gegen mich bestehen. Ist es ihr Ernst? Wie bewegt man sich hier? Ich habe keine Ahnung. Undyne zeigt mit den Fingern über ihren Nacken. Wie kann man mit den Fingern über seinen eigenen Nacken zeigen? So. Ach, ich weiß gar nicht. Ich will's gar nicht wissen. Flehen, du erzählst Undyne, dass du immer noch nicht kämpfen möchtest. Nichts passiert. Nicht schlecht. Wie gefällt dir das? Okay. Es riecht nach Sushi. Schön. Du erzählst Undyne immer noch, dass du nicht kämpfen möchtest. Nichts passiert. Seit Jahren träumen wir von einem glücklichen Ende. Ich konzentriere mich gerade, weiß Gott wie. Verschont. Und jetzt kann man das Sonnenlicht bald sehen. Undyne hält ihre Fäuste vor sich und schüttelt den Kopf. Alles klar. Du erzählst Undyne, dass du nicht kämpfen möchtest. Nichts passiert. Alter, warum passiert nichts? Ihr werdet es uns nicht weiterhin nehmen. Undyne hebt einen riesigen Felsen, nur weil sie es kann. Alter, das ist ein richtiges Mannsweib. Na, genug vom Aufwärmen. Scheiße. Alter, shit. Undyne lächelt bedrohlich. Fuck, Grabapfel. Gnade, ha! Ich kann doch immer nicht glauben, dass du mich verschonst. Was ist für eine Attacke, okay? Ich glaube, mit der sollte ich klarkommen. Alter, shit. Flehen, du erzählst Undyne, dass du immer noch nicht kämpfen... Dass du nur ein Freund sein möchtest. Sie erinnert sich an etwas. Ihre Angriffe werden etwas zurückhaltender. Nice. Selbst wenn ich dich verschone. Alter, wie komme ich hier jetzt gerade durch? Ich weiß es gerade selber nicht. Wir können immer noch nicht. Ich möchte eigentlich flüchten. Ich möchte eigentlich nicht so gegen die kämpfen. Ich habe mich eben nicht so gut vorbereitet. Wir flehen einfach noch ein bisschen. Okay, ihre Angriffe werden wieder ein bisschen zurückhalten. Kein Mensch hat es jemals mit Ascor aufgenommen. Alter, war das knapp. Es riecht immer noch nach Sushi. Warum soll es nach Sushi riechen? Du erzählst Undyne, dass du immer noch ein Freund sein möchtest. Oh Gott. Ehrlich gesagt, ist es gnädig, dich hier zu töten. What the fuck? Oh, jetzt wäre ich... Was zeigt Undyne? Zeigt auf ihre heroische Art und Weise auf den... auf den Himmel. Alter, das ist ein richtiges Mannsweib, Alter. Gegen die hast du richtig im Bett verloren. So als Junge. Punkt, Punkt, Punkt. Alter. No chance, Alter. Also hör auf, so verdammt robust zu sein. Alter. Nein! Ich komme mit dem Teil nicht klar, Alter. Es riecht immer noch nach Sushi. Fliehen! Wir können echt fliehen? Lol. Scheiße. Du bist das letzte Mal geflohen. Nein. Scheiße. Du erzählst Undyne, dass du nicht kämpfen möchtest. Also müssen wir doch fliehen. Nichts passiert. Alphys sagte mir, Menschen wären... Scheiße. Nicht gelesen. Oh mein Gott. Ich brauche ein Item und jetzt brauche ich nochmal einen Grabapfel. Boah, jetzt verstehe ich, was sie damit meinte. Mit was? Okay, die gelben habe ich jetzt auch geblickt. Zack. Rein da. Gnade. Scheiße.
wie gestört sie jetzt auf einmal guckt. Aber ich bin ebenfalls entschlossen. Entschlossen. Alter. Shit, ich halte es immer lang aus. Mit so wenig Leben. Fuck. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Flehen? Genau jetzt. Was ist genau jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Ich möchte nicht sterben. Nein, nicht einmal. Genau, jetzt. Was ist jetzt? Alter! Astronautenfutter, gut. Haha. Okay, die Attacke war nicht so schwer. Na, stirb endlich, du kleines Girl. Ich hab... LOL. Wir können fliehen. Scheiße, verpiss dich. Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Hör auf, wegzurennen. Welcome in Ring. Hey, was geht ab? In Hotland, alles klar. Ich habe jetzt gerade oben noch fertig gelesen, Entschuldigung. Was geht ab? Ich habe nachgedacht. Du, ich und anderen sollten mal zusammen abhängen. Ihr werdet bestimmt gute Freunde werden. Treffen wir uns später bei ihr zu Hause. Klick. Du willst mich verarschen. Du willst mich einfach verarschen, oder? Sans! Kann ich was mit dir machen? Lol. Sans wird zusammengeschnauzt von anderen. Haben wir gegen anderen gewonnen? Ich weiß es nicht. Was passiert ist, sie wird... Nein. Rüstung, so heiß. Aber ich darf nicht aufgeben. Oh nein, sie bricht zusammen. Nehmen wir, es ist ein Wasserspender. Einen Becher Wasser nehmen. Du nimmst einen Becher mit Wasser. Na, gehen wir einfach weg. Hab selber Durst. Ne, kippen wir mal drüber. Andein das Wasser geben? Ja. Nimm, hier. Trink was. Und was passiert jetzt? Ich weiß es nicht. Verprügelt sie uns? Hallo, red mit mir. Psst, psst. Sie haut einfach ab. Super. Wir haben ein verficktes Leben. Hey, wo ist Sans jetzt? Der Typ kann sich porten. Ich wette es mit euch, dass sich der Typ porten kann. Weil jetzt ist er auf einmal nicht mehr da. Vorhin hat er gepennt. Lol, was bist du denn? Okay. Ich war durstig, also bin ich von dem Wasserfall drüben hergekommen, um etwas zu trinken. Alles klar. Warte mal, er kommt vom Wasserfall und trinkt was. Du nimmst einen Becher mit Wasser. Das Wasser verdampft durch die Hitze. Der Becher ist ebenfalls verdampft. Der Anblick eines eigenartigen Labors an diesem Ort wie diesem, du bist erfüllt von Entschlossenheit. Wie geht's euch denn? Entschuldige, Andein, nun meinte hier in der Umgebung wäre ein Mensch, also nun, deshalb blockieren wir von der Königsgarde derzeit die Aufzüge. Ja, obwohl die Aufzüge nicht mal funktionieren, geben wir unser Bestes, Frau Andein. Bin ich Andein? Nein, ich bin nicht Andein. Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaub, der Recht ist nicht so gesprächig. Hier ist ein Labor. Was ist hier unten? Was ist das hier? Tralala. Ich bin der Flussmann. Oder die Flussfrau. Es ist nicht weiter wichtig. Ich liebe es, mit dem Boot zu fahren. Möchtest du mitfahren? Im Boot mitfahren? Ja. Wohin geht es heute? Waterfall. Wir wollen nämlich noch zu Andein, oder nicht? Los geht's. Ich wollte es nur einmal mit dem Ding fahren. Wir fahren gleich wieder zurück, keine Angst. Das ist also so eine Art Shortcut. Tralala. Der Engel wird kommen. Tralala. Ach so, der gibt gleichzeitig noch so Tipps oder so. Recht netter Bursche.
Meiner Meinung nach. Komm noch mal wieder vorbei, tralala. Ja, also komm. Tralala, möchtest du mitfahren? Ja, wir fahren noch mal mit. Wohin geht's heute? Hotland. Los geht's. Huhu. Was labert er jetzt? Tralala. Temmidorf. Der Raum vor den dunklen Laternen. Ah, der gibt auch so Tipps über das Spiel. Das Temmidorf haben wir ja zum Glück gefunden. So. Komm noch mal wieder vorbei, tralala. Der Flussmann oder die Flussfrau. So, wir gehen ins Labor. Lol. What the fuck? Es ist zu dunkel, um in der Nähe der Wand etwas zu erkennen. Okay, Licht ist aus. Geht anscheinend nicht. Also, what the fuck, was bist du? Nein, bitte kein Kampf. Andein war zu hart. Komm schon. Was willst du jetzt? Nein, nicht kämpfen. Oh, du liebe Güte. Ich habe nicht erwartet, dich so bald hier zu sehen. Ich bin nicht geduscht, kaum angezogen. Alles ist durcheinander. Und stell dich erstmal vor. Wer bist du? Hi. Ich heiße Dr. Elphys. Ich bin Asgors königliche Forscherin. Aber, ich bin keine von den Bösen. Tatsächlich habe ich, seit du die Ruinen verlassen hast, dich und deine Reise durch meine Konsole hier überwacht. Deine Kämpfe, deine Freundschaften, einfach alles. Ursprünglich wollte ich dich aufhalten, aber dich auf dem Bildschirm zu beobachten lässt mich mit dir mitfiebern. Also, nun möchte ich dir helfen. Mit meinem Wissen kann ich dich ganz leicht durch Hotland führen. Ich kenne einen Weg direkt zu Asgors Burg, kein Problem. Aber allerdings, da gibt es nur ein kleines Problem. Vor langer Zeit habe ich einen Roboter namens Metaton gebaut. Ursprünglich sollte er ein Unterhaltungsroboter werden. Du weißt schon, wie ein Roboter Fernsehstar oder sowas. Egal, kürzlich entschied ich mich dazu, ihn zu verbessern. Du kennst das sicher, nur ein paar kleine praktische Feinheiten. Wie zum Beispiel, anti-humanitäre Kampffunktion. Natürlich, als ich wusste, du kommst, wollte ich auf der Stelle diese Funktion wieder entfernen. Unglücklicherweise unterlief mir dabei ein klitzekleiner Fehler und, nun ist er eine unaufhaltsame Tötungsmaschine. Geil! Aber, hoffentlich begegnen wir ihm nicht. Ja, also ist ja gut. Ach, scheiße. Ach, Mann. Hast du etwas gehört? Ich möchte doch nicht schon wieder kämpfen. Wir sind doch fast rum mit der Zeit. Ja, okay, wird heute ein bisschen längerer Part. Oh, nein! Außer wir kommen jetzt gleich nochmal zu einem Speicherpunkt. Oh, yeah. Willkommen, Ladies. Zu unserer heutigen Quizshow. Oh Mann, ich kann euch sagen, es wird großartig werden. Einen großen Applaus für unsere wundervollen Kandidaten. Oh nein, ich mache jetzt mal so die Roboterstimme. Noch nie zuvor gespielt, Kleiner. Kein Problem, es ist ganz einfach. Es gibt nur eine Regel. Antworte richtig. Oder du wirst sterben. Alter. Metaton greift an. Verschon, beginnen wir mit etwas Einfachem. Was ist der Preis für eine richtige Antwort? Neues Auto. Richtig. Scheint, du hättest es verstanden. Die Quizshow geht weiter. Also mehr Fragen war die Antwort. Gnade, verschon. Hier ist dein toller Preis. Wie heißt der König mit vollem Namen? König Asgodrimur? Achso, wir müssen uns nur hinbewegen. Die Quizshow geht weiter. Genug zu dir, jetzt bin ich dran. Aus was besteht Roboter? Scheren und Schnecken zu Metall und Magie. Zu einfach. Die Musik ist cool. Hier ist noch etwas Einfaches. Zwei Züge A und B verlassen gleichzeitig Station A und B. What the fuck? What the fuck, Alter?
Ach du Scheiße. Sei nicht so zu siegessicher. Wie viele Fliegen sind in diesem Behälter? Woher soll ich das wissen? 52. Alter. Vollkommen und absolut falsch. Die Temmie-Flocken retten mir gerade das Leben. Jetzt kommt Metatons Gehirnjogging. Was für ein Monster ist es? Ein Froggit. What the fuck? Ich habe keine Chance. Aber kommst du dahinter? Würdest du einen Geist küssen? Es ist doch alles mit Claro. Kann ich fliehen? Nein. Hier ist etwas Simples. Wie viele Buchstaben sind im Namen Metaton? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Als ob. Das ist so unfair. Zeit, die großen Geschosse aufzuhalten. In der Dating-Simulation Miu Miu Kissing Cutie. Was ist Miu Miu's Lieblingsessen? Im vierten Kapitel geht und sie kauft Eis für alle Freunde, aber es ist Schneckengeschmack. Und das Einzige, was ihr schmeckt, ist meine... Was ist... Alphys. Du wirst doch wohl unserem Kandidaten nicht helfen, oder? Oh, du solltest mich fragen. Ich werde eine Frage stellen. Du weißt die Antwort mit Sicherheit auch. Für wen schwärmt Dr. Alphys? Oh, für uns. Wirklich? Oh, wow. Wie selbstgefällig kann man sein? Ich liebe es. Und obwohl du völlig falsch liegst, hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe gesehen, wie sie auf, was sie auf ihrem PC beobachtet. Lächelt, wenn du Erfolg, hast. Kreischen, wenn du... Was? Ich kann es nicht lesen. Oder immer flüstern. Nein, falsch. Du musst dort entlang gehen. In seiner eigenen Art und bla bla bla. Red nicht. Gut. Mit der Hilfe von Dr. Alphys hat die Show kein Drama mehr zu bieten. So können wir nicht weitermachen. Aber, das war nur die Pilotfolge. In der folgenden Sendung gibt es mehr Drama. Produziert von Romanzen. Mehr Blutvergießen. Man sieht sich, mein Liebling. Meine Lieblinge. Alter, es tut mir leid, dass die Folge jetzt so lang wird. Dass ich gerade die Fragen total verkackt habe. Na, das war vielleicht etwas. Warte. Ja, warte, ich muss zum Speichern. Die Zuschauer regen sich das wieder auf, es geht zu lange. Lass mich dir dein Telefon geben. Da, dann vielleicht, falls du Hilfe brauchst, könnte ich... Woher hast du dieses Telefon? Es ist veraltet. Es kann nicht mal Textnachrichten versenden. Warte bitte einen Augenblick. Jetzt kriegen wir doch ein neues Handy. What the fuck, was hat die gerade hinten gemacht? Hier, ich habe es für dich verbessert. Es kann zu texten, Items verwalten und es hatte einen Schlüsselbund. Ich habe dich sogar für das soziale Netzwerk im Untergrund angemeldet. Jetzt sind wir offiziell Freunde. Ich werde mal ins Badezimmer gehen. Ja, ciao. Alter, die stalkt mich ja auf Schritt und Tritt. Okay, hier kann ich nicht hoch. Ja, ansonsten will ich mich bedanken fürs Zuschauen. Ich speichere hier jetzt nochmal. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder einschaltet. Und dann werden wir auch sehen, was der Roboter sonst noch für uns vorbereitet hat. Also dann tschüss und bis zum nächsten Part Undertale.